So, wir sind wieder in der anderen Ansicht. Gucken uns das jetzt mal an. Ja, Klinkanschluss habe ich nicht. Wireless Headset. 24 Stunden Musikplay, Super Equalizer, Voice Assistant, Bluetooth und Klinke. Ja. Da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass der Akku jetzt noch was drauf hat. Ah, der Play-Knopf ist das. So, Bluetooth. Und was haben wir für Geräte? Wir haben EKSA E1. Koppeln. Ich bin mal gespannt. Plus ist oben, Minus ist unten, Play ist da. Das ist der Voice Assistant, okay. Also, der dicke Knopf, wo ich gedacht habe, dass wir hier, also der kleine hier, dass wir, der so ein bisschen vorgehoben ist, wo ich gedacht habe, der ist halt zum Connecten, der ist für einen Voice-Assistenten. Bin mal gespannt, ob das für meinen dicken Kopf auch ausreicht. Oh ja, da kann ich es ja kleiner machen. Sitzt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Nicht zu doll, nicht zu leicht. Oben ist schön geschüttert, wo ich gedacht habe, das ist ein bisschen wenig, aber nee, das ist okay. So, und jetzt machen wir mal Spotify und wir machen mal Nemesis wieder an. Das hämmert rein. Oh, der dröhnt schön. Oh, ja. Das haut rein. Ist natürlich mit dem In-Ear nicht vergleichbar. Also die hauen rein, die sind geil. Natürlich mit In-Ear ist nicht vergleichbar, klar, aber die hauen richtig, die metern richtig auf die Ohren. Das gefällt mir. Aber für das Fitnessstudio wären mir die auch zu groß. Da nehme ich lieber die Knochenschall, weil klein, ich höre alles, ich höre Musik, höre die Leute. Passt immer ganz gut. Aber die hauen, der Bass, Stimme, alles gut. Das fetzt richtig rein. Das haut rein, ey. Das kommt gut. Also es kommt gut. Also der Bass ist trotzdem noch etwas zu viel. Also ein bisschen weniger Bass wäre auch schön. Aber es kommt geil, es kommt richtig geil, aber kann man natürlich noch nachjustieren. Hier ist es wenigstens gleichmäßig. Und nicht so wie bei anderen, wo ich den Kopfschmerzen gekriegt habe. Okay. Und wenn ich gedrückt halte. Ah, da kann ich den Equalizer ändern. Dann ist besser. Ho, 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 ho.
Der Bass, ey, geil. Jetzt? Jetzt ist die Stimme mehr. Oh, der Bass, ey. Also ist schon heftig, also. Ich muss aber nachlesen. Das ist heftig, ey. Oh, wei. Nicht, dass ich hier was Falsches erzähle, aber das ist für mich hört sich das an wie ein Equalizer. Deutsch. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo hier Deutsch ist. Ach, ganz hinten ist Deutsch. So, 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 okay. Die Nummer 4 ist das. Die Nummer 4 ist... Also 1 ist Lautstärke oder... Also einmal drücken, kurz drücken ist Lautstärke. Lang drücken ist ein Lied weiter. In der Mitte, das ist eine auch eine Multifunktionstaste. Die hat... ein- und ausschalten oder halt abspielen, also Play oder Pause halt. Und das andere, was ist denn hier? Zwei. Ach, oder halt ankommende Anrufe annehmen, Sprachpause. Das ist alles mit dem in der Mitte. Und Nummer 3 ist halt kurz drücken für leiser, lang drücken für zurück. Und 4 ist Super Equalizer. Und Sprachassistent. Jo. 5 ist LED. Achso, ja, die blinkende LED-Mikrofon. Oh, das müssen wir auch am PC, müssen wir das auch nochmal testen, ne? Später mal. Also, das ist schon heftig. Hätte ich jetzt, also, ich kenne ja EKSA und ich weiß, dass die halt gute Qualität haben. Ist es aus. Aber mit dem Super Equalizer, einmal ist der Bass richtig brachial da. Richtig brachial. Und beim anderen ist der Bass auch da, aber die Musik steht im Vordergrund, also der Sänger. Das hört sich richtig cool an. Aber wenn man halt mal richtig ihn auf Bass haben will, ist halt, macht man das halt an und dann hat man halt den Shepherds richtig im Ohr, Alter. Das ist geil. Ja, die sind gut. Für den Putzen oder hier für zu Hause, für den Fernseher. Ich muss mal gucken. Ich werde die mal mit meinem Fernseher verbinden per Bluetooth. Weil ich hatte welche, ich weiß gar nicht mehr, welche das waren. Ich habe, wo ich jetzt krank war mit den Ohren, da hatte ich welche verbunden mit Bluetooth, mit meinem neuen Fernseher. Die sind aber nicht wirklich laut gegangen. Das hat aber auch die Große gesagt. Also nicht nur ich, weil der kaum was gehört hat. Die Große hat auch gesagt, die sind total leise, die kriegen nicht lauter. Egal, ob du im Fernsehen mitgestellt hast, ob du hier am Headset was gestellt hast, die kriegen nicht wirklich lauter. Und jetzt, also die werde ich mir direkt auf, die kommen auf der Couch. Die sind meine, also wenn die wirklich das, was sie jetzt hier mit dem Handy, wenn sie das am Fernsehen auch leisten, dann kommen die auf der Couch in der Ecke hin. Vielleicht mache ich mir da noch einen schönen Haken an der Wand. Und dann kommen die da hingehangen und dann wären das meine Couch-Kopfhörer. Die haben einen guten Klang, die haben einen Megabass. Steht doch da, Megabass. Also das ist ganz gut. Also die sind gut. Also kann ich jetzt nicht anders sagen. Also ja, aber es, wie gesagt, Musik liegt auch im Auge des Betrachters. Jeder findet das anders. Aber mir fällt das, vor allen Dingen mit dem Megabass mal so zwischendurch. Da hörst du natürlich ein bisschen weniger Stimme. Du hörst die Stimme noch, aber es ist einfach, es scheppert halt auf dem Ohr. Es ist halt geil. So, nichtsdestotrotz,
soll es jetzt gewesen sein. Ich muss die schmeiße ich mir schon mal auf der Couch hin. Die werde ich nachher gleich auf der Couch testen, am Fernsehen. Soll es jetzt erstmal gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen werden, Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.